Die Brücke. Auftrag Nummer 2. Auftrag Nummer 2 wartet auf uns. Töte die Scharfschützen, sprengen sie die Brücke. Oh yeah. Und die Scharfschützen sind auf diesen Türmen postiert, wie wir gerade in der Zwischensequenz gesehen haben. Also nehme ich ein Scharfschützengewehr mit. Das wird das Beste sein. Genau. Und da haben wir ja schon eins. Perfekt, sogar mit Schalldämpfer. Sehr geil, sehr, sehr geil. Jetzt schaue ich mal noch, ob ich Munition mitnehmen kann. Nein, kann ich nicht. Schade, hier habe ich auch noch eine Menge Sprengstoff dabei. Granaten brauche ich weniger. Schauen wir mal, was können wir noch mitnehmen. Ja, dann tun wir mal die Granaten zurück. Und nehmen dafür Chloroform, Rauchbomben und das Messer mit. Genau. Sonst können wir schon nichts mehr mitnehmen, was so lautlos ist, oder? Ich denke auch dieses Mal muss ich ein bisschen lauter vorgehen und ein bisschen mehr töten, weil das wird bestimmt nicht einfach. Auf geht's zur Brücke. Dann begeben wir uns mal auf die Jagd. Oh. Hier ist gleich eine Patrouille. Hat wohl eine Panne. Mitten in der Pampa? Hm. Okay, dann entferne ich mich mal besser von diesem Ort ein wenig, um dann nachher mal die Karte zu studieren. Hier unten an dem Baum. Perfekt. Gut. Wir müssen auf jeden Fall die Scharfschützen töten. Es sind 8 Stück. Und danach müssen wir die Bomben platzieren. Wie viele das sind, das werden wir dann sehen. Aber so wie es aussieht... Ah, ich komme nicht rüber. Sind das 4 Bomben? Na toll. Oh Mann, das wird nicht einfach. Das kann ich garantieren. Gut. Von hier aus müssen irgendwo diese Türme sein. Ah ja, da sind sie ja. Vielleicht kann ich diese Sniper auch einfach so runterschießen. Aha! Da ist ja schon Nummer 1. Dann mal schauen. Nein, besser in der Hocke bleiben. Luft anhalten und... Verdammt! Knapp daneben. That's it. Das war auch ziemlich weit. Okay. So wie es aussieht, sind hier eine Menge Wachen. Ich muss schauen, dass ich die Sniper irgendwie kille. Aber wie... den ein bisschen aus dem Weg gehen hier. Da oben sind auch welche, verdammt. Und hier laufen auch welche runter. Das wird nicht einfach. Oh oh. Schnell wieder in die Wiese. Da bin ich besser getarnt. Okay. Dann klettern wir mal durch. Versuchen irgendwie hier durchzukommen. Shit, shit, shit. Schnell, der Busch sollte mir eine gute Tarnung bieten. Mist. Baum. Baum! Oh Mann. Ich bin mitten in Feindesgebiet. Wenn ich nicht aufpasse, werde ich noch entdeckt. Eine schlechte Idee, hier runterzukommen. Vielleicht hätte ich doch eher hier irgendwie das Waldgebiet benutzen sollen. Aber diese eine Wache ist einsam und alleine.
könnte sie überwältigen, aber viele Patrouillen würden ihn dann irgendwann mal entdecken. Einfach über die Gleisen schleppen geht auch nicht. Mal schauen, ob ich hier jetzt noch den zweiten ausmachen kann. Leider nicht. Okay, so wie es aussieht, brauche ich eine Verkleidung. So. Jetzt kann ich wieder etwas aufstehen und hinterher rennen. Mist. Ein riesiger Fluss und es gibt nur einen Weg rüber. Die Brücke. Verdammt. Kein Soldat zu sehen. Noch schlechter. Außer hier ein paar Soldaten. Mist. Hier ist ja alles voll. Das ist ja übertrieben schon wieder. Wie soll ich denn das schaffen? Da oben kommt auch einer. Schlendert am Geländer entlang. Die beste Möglichkeit wäre, auf die Brücke. Von der Brücke dann alle zu snipern. Das wäre wirklich die beste Möglichkeit. Da drüben kommt auch einer. Mist, verdammter. Da laufen auch welche. Ich muss über die Gleisen. Oh Mann, da unten ist auch eine Patrouille. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich hab's geschafft. Hinlegen und weiter kriechen. Ah, da oben versteckt er sich also. Dieser verdammte Hund. Ah, da kommt auch schon wieder einer. Er ist mit dem Rücken zu mir. Einfach eine Granate hochwerfen, dann wäre die Sache erledigt. Ich brauche eine Verkleidung. Anders komme ich hier nicht mehr durch. Das ist zu heftig. Zu viel Aktivität. Da drüben ist auch noch eine Patrouille. Oh Mann, das ist voll übel. Aber wie? Und vor allem wo? Wenn ich den erledige und hier hinschleppe, wäre das am besten. Da kommt auch einer. Da kommt eine ganze Patrouille. Verdammt! Schnell hinter diesen Hügel. Gut. Boah, das war knapp. Nee, das kann ich vergessen. Hier kann ich auch keinen platzieren. Diesen Oberst. Den sollte ich töten. Okay. Gehen wir erstmal hier in Deckung und schauen mal. Wow. Ja, das soll wohl ein Witz sein. Es gibt aber auch einen Weg nach unten entlang. Das Problem ist nur, da ist auch alles voll. Die beste Verkleidung ist hier. Eindeutig. Aber dazu müsste ich die weglocken oder so. Oder ablenken. Der Panzer ist nicht aktiv, oder? Die sind alle aus dem Panzer draus. Oder? Nee, der Panzer ist nicht aktiv.
Sehe ich von hier aus vielleicht noch einen? Aha. Das war Nummer 2. Gut. 2 Scharfschützen schon mal neutralisiert. Gucken, ob wir Nummer 3 und 4 noch finden. Leider nicht. Zu schade. Da ist auch keiner. Ziemlich schwierig, hier irgendwie durchzukommen. Die Patrouille dreht auch wieder um. Muss echt aufpassen. Da kommt auch schon wieder eine. Nein, die läuft weg. Es gibt keine andere Möglichkeit. Schwimmen kann unser Held bestimmt nicht. Okay, wenn ein bisschen weiter Abstand besteht. Nee, die laufen beide nebeneinander. Das kann ich vergessen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die laufen immer ziemlich weit abseits. Da könnte ich eigentlich schon zuschlagen. Hey! Okay, mal gucken. Wo willst du denn hin? Scheiße. Jetzt will er Alarm schlagen. Nicht mit mir, mein Freund. So. Die Patrouille wäre ausgeschaltet. Jetzt muss ich nur schnell die Leichen vom Weg wegbringen. Das hat funktioniert. Ich habe aber nur noch 5 Schuss. Das bedeutet, ich muss die Scharfschützen jetzt anders töten. Komm her. Du siehst wichtig aus. Du bist ohne Helm. So, ich hoffe, hier kommt niemand her. So. Gib mir deine Verkleidung. Mist. Ein Loch in der Uniform, die Verkleidung kann ich vergessen. Aber ich habe ja noch jemand anders. Ja, genau dich. So. Dieses Mal muss ich viel Blut vergießen, das sehe ich jetzt schon. Das ist heftig hier, um ungesehen weiterzukommen. So, und den noch. Gut, 2 Scharfschützen hätten wir schon. Dann hoffe ich jetzt, dass wir jetzt verkleidet irgendwie weiterkommen. So, hier hinlegen. Okay, und du gibst mir jetzt deine Klamotten. So, eine Verkleidung hätten wir schon mal. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich irgendwie auf so einen Turm komme. Am besten mit meinem Scharfschützengewehr. Das wäre das Beste. Irgendwie muss ich hier reinkommen. Nichts zu sehen. Verdammt.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da kommt ja auch schon wieder einer. Ja, ist klar. Okay, dann werden wir unser Gewehr lieber los. Dass wir keinen Verdacht erregen. Ja. Hallo, Freund? Eingang ist nur für die Offiziere. Ah, okay. Alles klar, nur für Offiziere. Okay, alles klar, hab's verstanden. Verdammt. Nur für Offiziere. Eingang ist nur für Offiziere. Verdammte Franzosen. So. Dann probieren wir es doch mal oben entlang. Ja, auch da sind 1000 Stück. Das gibt es doch nicht. Wie soll ich denn das schaffen? Eingang ist nur für Offiziere. Und rein. Sehr schön. Wir sind drin. Das war knapp. Was ist los? Hallo? Wie geht's? Alles gut? Okay. Dann gehe ich jetzt mal hoch. Wie sieht's da oben aus? Alles soweit gut. Okay. Teller, können wir die mitnehmen? Tassen? Wir können die Tassen mitnehmen. Jetzt nimm doch die Tassen mit. Na, also geht doch. Den Teller kannst du auch mitnehmen. Nein? Ich laufe im Tisch rum. Ja, super. Ich back im Tisch fest. Okay. Jetzt noch hier drauf, den nehme ich auch noch mit. Solche Becher sind gut zum Ablenken. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ah, da steckst du also, du verdammter Hund. Versteckst dich hinter der Mauer. Machen das die anderen auch? Ja? Gut. Tschüss. Nicht alle machen das, ich weiß. Okay. Was hast du denn in deinem Inventar? Nur dein Scharfschützengewehr. Leider ohne Schalldämpfer. Verdammt. Das wäre um einiges einfacher gewesen. Wie sieht's denn da drüben aus? Ja. Da drüben ist auch einer. Der guckt aber in die falsche Richtung. Mal schauen. Aha! Jetzt kann ich dich sehen. Wenn ich jetzt rauskomme, ohne Probleme. Vielleicht mit deiner Verkleidung, obwohl die gleich aussieht. Die ist auch gleich, oder? Die irgendwelche Sternchen oder sowas? Ach, egal, trotzdem. Nein? Okay. Die ist schon mit Blut besudelt. Geht leider nicht. Okay, ich bin nur ein gewöhnlicher Soldat. Ich muss... Was ist das? Wo steckt der? Was ist los? Das bin nur ich. Cool bleiben. Ja, lauf ruhig hoch in dein Verderben. Nee! Verdammt. Chloroform auspacken. Und ins Land der Träume schicken. Psst. Cool bleiben, mein Freund. Schon ist vorbei. Deine schöne graue Uniform möchte ich nämlich haben. Aber als erstes sollte ich dich hier wegschaffen. Weil da kommt auch schon wieder einer. Gut. So, Kleidung wechseln.